Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Mein Name ist Thomas Walden. Das ist Jan Störtländer. Wir entschuldigen heute Dr. Julia Gorges. Die kann leider nicht dabei sein, weil die in Frankfurt ähnliches unternimmt wie wir gerade. Wir sind hier, um über das Portal zur Bielefelder Lehrerinnenbildung zu sprechen. Man spricht es Portable. Lehrerbildung, Sie oder ihr wisst das alle, besteht aus drei Phasen: dem klassischen Studium des Lehramts, der zweiten Phase, dem mysteriösen Referendariat und schließlich der dritten Phase, die 40 Dienstjahre, die noch kommen, wo wir schon denken, Fort- und Weiterbildung ist da ein essentieller Bestandteil Lifelong Learning. Die Idee von Portable ist jetzt, das Wunder zu vollbringen, die Quadratur des Kreises. Wie kann man diese drei Phasen miteinander verschränken und phasenübergreifend interagieren lassen? Dafür haben wir ein Online-Portal entworfen, das wir eben Portable nennen. Portable ist zurzeit als Minimal Viable Product verfügbar. Es ist in der Closed-Beta-Phase zurzeit noch und wird Lehrmaterialien, Lehrkonzepte, aber auch bis runter hin zu Arbeitsblättern enthalten. Und wir versuchen dabei quasi Open Educational Resources mit Open Educational Practices zu verknüpfen, indem wir beispielsweise Studierenden die Möglichkeiten bieten, ihre Studienprojekte, die sie in der Praxisphase machen, diese Erfahrungen also zu publizieren, um sie dann also auch für weitere nachnutzbar für folgende Studienprojekte unterzubringen. Und das Ganze erfordert natürlich an einer Universität einer gewissen Qualitätssicherung und Na, die kommt gleich erst, die also. Qualitätssicherung. Aber das ist ein wichtiger Punkt, denn für die traditionellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigt sich die Qualität von Dingen, ach, da ist ja minus eins, genau, nicht unbedingt in den Formaten, die wir heute hier auf der Tagung besprechen, obwohl es, wie wir sehen, momentan massiv im Kommen ist. Wir haben deswegen flankierend eine klassische Zeitschrift gegründet, die HLZ, Herausforderungen Lehrerinnenbildung, die allerdings von unserer Universitätsbibliothek im Open Journal System gehostet wird und genauso wie die Produkte, die im Portable gesammelt und indiziert und auffindbar gemacht werden sollen, sind auch die Beiträge in der Zeitschrift unter CC BY-SA verfügbar. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Portable sozusagen wird an der Stelle gegenüber dem Open Journal System noch mehr Funktionen, vor allen Dingen bei der Suche, implementieren, also Volltextsuche und ähnliches, und hat einen viel umfangreicheren Datensatz. Nichtsdestotrotz, die HLZ sozusagen dient dem Aspekt der Qualitätssicherung, wo wir also aus universitärer Sicht quasi Wert drauflegen müssen. Und wie wir seit gestern Abend wissen, wird das ja auch offensichtlich von Seiten der UNESCO begrüßt, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir also heute dran sind und nicht gestern. Das ist nochmal der Hinweis auf unser Portal. Und vielleicht abschließend, wir hoffen, das war jetzt ein Blitzlicht in unserer Arbeit. Wer von euch etwas ausführlicher da noch ins Gespräch kommen will, sei herzlich eingeladen, im Slot F4 um 14 Uhr uns und die Münsteraner, und sind die Bochumer auch schon wieder da? Ja, ne? Also die NRW-Posse da zu Im begrüßen, Balkonraum. im Balkonraum, und dann können wir das noch ein bisschen vertiefen. Also kommt vorbei und herzlichen Dank für die Gelegenheit.